herzlich willkommen zu Corando Feelgood, deiner Gesundheitsplattform. Möchtest du endlich durchstarten und fitter werden? Oder möchtest du mit relativ wenig Aufwand deine Bein- und Po-Muskulatur trainieren? Oder hast du vielleicht meine Plank-Challenge schon erfolgreich gemeistert und bist auf der Suche nach einer neuen Fitness-Herausforderung? Dann ist diese Squat-Challenge genau das Richtige für dich. In diesem Video zeige ich dir, wie du Squats richtig machst, sodass du deine Po- und Beinmuskulatur optimal trainierst, dabei aber deine Gelenke nicht überstrapazierst. Und ich erkläre dir, wie die Squat-Challenge funktioniert. Bleib also unbedingt bis zum Ende des Videos dran und mach mit bei der Squat-Challenge. Schau, welche sichtbaren Erfolge auch du nach 30 Tagen Squat-Training erreichen kannst. Dein tägliches Squat-Training kräftigt deine Beine, deinen Po und deinen Rücken. Deine Fettverbrennung wird begünstigt, da du für Squats recht große Muskelgruppen aktivierst. Deine Figur verbessert sich. Du boostest dein Immunsystem mit regelmäßigem Krafttraining. Und du verbesserst deine Körperhaltung. 5 gute Gründe also, direkt mit der Squat-Challenge loszulegen. Aber das Beste ist, dass du all das mit sehr geringem Zeitaufwand erreichen kannst. Du trainierst 30 Tage lang für ein paar Minuten am Tag. An manchen Tagen hast du eine Pause, die solltest du auch bitte unbedingt einhalten. Du kannst die Squat-Challenge auch super mit meiner Plank-Challenge kombinieren. Dann planst du einfach ein paar Minuten am Tag mehr ein und erhältst ein super effektives Ganzkörpertraining und hast sichtbare Erfolge nach 30 Tagen. Ich stelle dir mein 30-Tage-Programm unten in die Infobox und auch als PDF, damit du es dir ausdrucken kannst. Und jetzt nichts wie ran an die Squats. Ich zeige dir, wie du sie richtig machst. Stell dich für deine Squats etwas breiter als hüftbreit auf deine Matte oder einfach auf den Boden. Dreh deine Fußspitzen ein ganz kleines bisschen nach außen. Und dann schieb deinen Kopf erstmal lang nach oben raus, nimm deine Schultern tief, die Rippen etwas nach innen und den Bauch flächig nach innen. Halt jetzt die Länge in deiner Wirbelsäule, halte dich ganz aufrecht und schieb deinen Po jetzt ganz weit nach hinten, als würdest du dich auf einen Hocker setzen wollen. Schau, dass dein Gewicht wirklich auf die Fersen kommt, dass deine Unterschenkel nahezu senkrecht im Raum bleiben und dass du deine Knie nicht über deine Fußspitzen rausschiebst vorne. Und dann komm wieder nach oben. Schieb nochmal deinen Po weit nach hinten. Dein Oberkörper bleibt ganz lang und aufrecht. Schau auch, dass dein Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt. Geh schön tief hinten mit dem Po und dann richte dich wieder auf. Atme hier oben ein. Mit dem Ausatmen geh tief. Setz dich weit zurück mit dem Po. Und komm wieder hoch und setz dich weit zurück, lass die Länge in deiner Wirbelsäule, den Nacken schön lang lassen, das Gewicht geht nach hinten auf deine Fersen, Knie schieben nicht über die Knie nach vorne und dann komm wieder nach oben. Ich mag euch die Squats noch einmal von vorne zeigen, da gibt es nämlich noch was zu beachten. Stellt euch also wieder etwas breiter als hüftbreit auf, nehmt die Fußspitzen etwas nach außen, schiebt den Kopf lang nach oben raus, die Schultern tief, die Rippen rein, den Bauch flächig nach innen. Und jetzt schiebt dein Po wieder weit zurück, dein Gewicht auf die Fersen nach hinten und jetzt schau beim Kniebeugen, dass deine Knie in der Spur bleiben. Das heißt, du hältst deine Beinachse, deine Knie kippen nicht so nach innen aufeinander zu. Na? Bleib schön auf deinem ganzen Fuß stehen und schau, dass deine Knie immer in die gleiche Richtung zeigen wie deine Fußspitzen. Und dann richte dich wieder auf. Geh schön tief, Knie bleiben in der Spur und richte dich wieder auf. Noch zweimal. Komm tief und wieder hoch. Komm tief und wieder hoch. Gut. Mach deine Squats, deine Kniebeugen bitte immer mit voller Aufmerksamkeit und voller Konzentration, damit du deine Gelenke nicht fehlbelastest und damit du wirklich deine Muskeln ideal trainierst. In deiner 30-Tage-Squat-Challenge kombiniere ich die halbtiefen Kniebeugen, wie ich sie dir gerade gezeigt habe, mit ganz tiefen Kniebeugen, mit Deep Squats. Mach
Diese Deep Squats bitte nur dann, wenn du weißt, dass deine Knie ganz gesund sind, wenn du es machen kannst, ganz ohne, dass du Schmerzen hast und auch wenn du keine Bewegungseinschränkungen in einem Knie hast. Ich zeige dir jetzt, wie diese ganz tiefen Kniebeugen gehen. Stell dich wieder auf deine Matte, auf den Boden, stell dich etwas breiter als hüftbreit, die Fußspitzen ein kleines bisschen nach außen zeigend. Dann schieb deinen Kopf als erstes lang nach oben raus, nimm die Schultern tief, die Rippen rein, den Bauch flächig nach innen. Und jetzt fang wie die Halbtiefen genauso an, schieb deinen Po weit zurück, schieb die Knie nicht über die Fußspitzen nach vorne raus, lass die Länge in deiner Wirbelsäule. So, bis hierhin waren wir eben auch ungefähr. Und jetzt geh noch tiefer. Wenn du kannst, geh ganz tief mit dem Becken nach unten und drück dich dann hier mit Kraft wieder nach oben raus. Versuch es gleich nochmal mit mir. Schieb dein Po weit nach hinten und geh ganz tief nach unten. Die Arme kannst du gerne als Gegengewicht so hier nach vorne nehmen. Und dann drück dich hier wieder mit Kraft nach oben raus. Nochmal, komm tief, ganz tief und drück dich hier wieder nach oben raus. Wir machen es noch einmal zusammen. Schieb weit nach hinten, geh ganz tief und schieb dich hier wieder nach oben raus. An den ersten beiden Tagen deiner Squat Challenge machst du einfach 20 halbhohe normale Squats. An Tag 3 steigert sich das dann auf 30 Wiederholungen. An Tag 5 und 6 hast du 10 halbhohe normale Squats, dann 10 Deep Squats und wieder 10 normale halbhohe Squats. Und so steigert sich das dann über die nächsten Tage immer mehr, sodass dir irgendwann tatsächlich so ein bisschen die Oberschenkel und der Po rauchen. Aber genauso soll es sein, dein Muskelgewebe einen ordentlichen Reiz bekommen. Ich zeige dir jetzt einfach mal das Beispiel von Tag 5. Du machst 10 normale Squats, 10 Deep Squats, nochmal 10 Squats. Ich zeige es dir und wenn du magst, kannst du auch direkt gleich mitmachen. Du stellst dich etwas breiter als hüftbreit auf deine Matte oder auf den Boden, drehst die Fußspitzen etwas nach außen, schiebst deinen Kopf nach oben, Schultern tief, Rippen rein, Bauch flächig nach innen. Mach das bitte immer, diese Grundspannung deines Körpers, bevor du loslegst, damit du wirklich ganz aufmerksam dabei bist. Gut, du hast die Grundspannung und dann schieb 10-mal deinen Po weit nach hinten. 1, komm hoch. Und 2, komm hoch. Und lass die Länge in deine Wirbelsäule. 3 und 4, komm hoch. 5, geh schön tief. 6, komm hoch. 7, komm hoch. 8, gleich geschafft die ersten 10. 9 und 10. Jetzt kommen 10 Deep Squats. Wenn du kannst, mach direkt ohne Pause weiter. Wenn nicht, locker dich ganz kurz aus. Und steig dann wieder konzentriert ein. Legen los. Und komm ganz tief. Achte hier auf deine Beinachse. Und wieder hoch. 2. Komm hoch. 3. Und hoch. 4. Komm hoch. 5. 6 und hoch, 7, komm hoch, die letzten 3 Tiefen und komm hoch, 2-mal noch, komm tief und hoch, tief und hoch und die letzten 10 halben, komm tief. 2, hoch, 3, achte auf deine Beinachse, komm hoch, 4, lass deine Wirbelsäule lang, 5 und hoch, 6 und hoch, 7 und hoch.
Einmal noch. Tief und hoch. Tief und hoch. Super. Lass die Beine locker. Das war jetzt einfach mal exemplarisch dein Tag 5 oder 6. Und dann arbeitest du dich in deinem Plan Tag für Tag immer ein Stückchen weiter. Idealerweise machst du keine Pausen zwischen den Squats und den Deep Squats. Wenn es aber mal nicht geht oder du einfach kurzatmig wirst, keine Luft mehr bekommst, dann schüttel deine Beine kurz aus und leg dann wieder los. Wenn du merkst, dass du die Deep Squats, die ganz tiefen Squats, gar nicht machen kannst, ist nicht so schlimm, dann mach einfach stattdessen diese Halbhohen. Also mach dann einfach 10 Halbhohe, nochmal 10 und nochmal 10. Lass diese Deep Squats einfach weg. So, jetzt weißt du, wie du die Squats richtig machst, auf was du achten musst. Du weißt, wie die 30-Tage-Squat-Challenge funktioniert. Es gibt keine Ausreden mehr, also starte direkt los und schreib mir am besten unten in die Kommentare, wie es dir damit geht und welche Erfolge du nach 30 Tagen hattest. Ich danke dir fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Bis ganz bald. Tschüss!